Hallo, Stefan hier von Stefan Mohme Fotografie. Heute gibt es einen kleinen Größenvergleich der einzelnen Objektive, die ich besitze. Denn man unterschätzt das doch etwas. Genauso ist es mir auch gegangen, als ich vom APS-C-Format von der Nikon D7100 auf die Nikon D750, sprich Vollformat, gewechselt bin. An sich ist die Kamera ja ziemlich identisch in den Abmessungen mit der D7100. Gut, ein bisschen mehr Gewicht kommt da auf einen zu, aber ansonsten tut sich das nicht viel. Was sich allerdings ändert ist, wenn man entsprechend dieses Potenzial dieses Sensors ausnutzen möchte, dass man sich darauf einstellen muss, dass die Objektive doch das ein oder andere Gramm mehr auf die Waage bringen, beziehungsweise die Ausmaße ziemlich beträchtliche Dimensionen annehmen können. Und das möchte ich euch hier mal ein bisschen vorführen anhand der einzelnen Objektive, die ich mir zwischenzeitlich zugelegt habe, was da auf euch zukommen könnte, wenn ihr bestimmte Ansprüche in bestimmten Bereichen habt, beziehungsweise so wie ich mehr oder weniger auf lichtstarke oder hochwertige Festbrennweiten umsatteln wollt. Also fangen wir mal mit den kleinen Spielzeuggrößen an. Von den meisten ja hochgelobt und hochgeschätzt ist das 50 mm. Das besitze ich auch in der 1,8er Ausführung. Tolle Optik, wenig Gewicht, kompakt, kleiner Preis, was soll man dazu sagen? Muss man eigentlich im Fotorucksack dabei haben oder zumindest in der Fototasche für alle Fälle. Lichtstark, wie gesagt, Abbildungsleistung super. Bei mir kommt dann dazu als nächste Festbrennweite mein 35 mm, auch 1,8er Variante, ist ein bisschen größer, aber okay, ein bisschen, hält sich aber alles noch in Grenzen. Ich habe ja schon öfter bei mir auf dem Blog geschrieben, dass ich keine Probleme habe mit Kunststofffassungen bei den Objektiven, weil ich finde, dass die Kunststoffe heute so robust und so widerstandsfähig sind, dass man eigentlich nur, ich sage jetzt mal für mich, gewinnen kann, nämlich an der Gewichtseinsparung. Denn den ganzen Kram muss man schließlich unterwegs schleppen. Und da ist mir das im Prinzip kommt mir das schon sehr entgegen, wenn ich durch diese Kunststofffassung letztendlich summiert das ein oder andere Kilo zu Hause lassen kann. Und ich persönlich muss auch sagen, dass ich in den letzten Jahren mit diesen Kunststofffassungen keinerlei Probleme hatte und wüsste jetzt auch nicht, warum ich da Metall bevorzugen sollte. Wenn man mal ein Metallobjektiv im Winter aus der Tasche nimmt, beziehungsweise auf der Kamera hatte, das wird eiskalt, Kondenswasser, die Oberflächen, das ist alles nicht so genial. Also ich bin da mit Kunststoff gar nicht so unglücklich. Eins ist klar, also das Bajonett muss definitiv aus Metall sein. Und das ist es hier auch in allen Fällen, wobei ich sagen muss, dass Nikon da ja in letzter Zeit einige Objektive auf den Markt gebracht hat, wo selbst das Bajonett hinten aus Kunststoff ist. Da würde ich dann wirklich die Finger von lassen. Das ist ein absolutes No-Go. Also, Kunststoff für die Fassung okay, fürs Bajonett auf gar keinen Fall. Ich glaube, alle meine Objektive besitzen mittlerweile mehr oder weniger Kunststofffassung. Ich weiß gar nicht, hier das Tamron. Das Tamron 15 bis 30 mm, das ist hier also der schwerste Brocken in meiner Sammlung und mit dem habe ich mich also ziemlich, ziemlich verschätzt. Ich hatte vorher ein Sigma 10 bis 20 war das, glaube ich, an dem APS-C-Format 3,5. Das war nur halb so groß wie dieses hier. Da war ich dann doch ziemlich erschrocken, als das Teil bei mir zu Hause angekommen ist. Und da musste ich ganz schön schlucken, ob das Gewicht ist, was da an der Kamera hing. Allerdings habe ich mich damit relativ schnell versöhnt, nachdem ich die ersten Bilder gesehen habe. Und da musste ich dann natürlich sagen, okay, da ist das Objektiv jedes Gramm wert.
Denn die Abbildungsleistung von dem Teil ist selbst schon bei Offenblende super. Und die Lichtstärke tut natürlich ein Übriges dazu, dass die Ausmaße da etwas größer sind. Stabilisator ist auch vorhanden, den muss man auch irgendwo einbauen. Und so kommt halt eins zum anderen. Aber okay, das Teil ist ein echter Brocken. 1,1 Kilo, also das sind so die Dimensionen auch von dem Original Nikon-Teil, was allerdings dann noch fast das Doppelte davon kostet. Ich kann jedem das Tamron empfehlen. Abbildungsleistung top, Autofokus super, Lichtstärke okay. Und ich sage jetzt mal von der Haptik, von der Verarbeitung auch ohne Probleme, über jede Zweifel erhaben, kann man bedenkenlos kaufen. Preise sind ja auch mittlerweile ziemlich, haben ja auch ein bisschen nachgegeben, also dass man da unter 1000 Euro liegt. So, dann kommen wir zu meinem zweiten Liebling und das ist natürlich hier das Nikon 300 mm Blende 4. Wie man sieht, im Vergleich zum Tamron ist das schon fast kompakt und für 300 mm Tele mit Blende 4, mit Offenblende 4, Respekt. Also durch den Einbau eines, wie nennen die das, Beugungsgliedes konnten die das so kompakt bauen und auch so leicht. Das wiegt also nur 750 Gramm und ist halt absolut transportabel. Was man für die normalen 300 mm, selbst F-Blende F4 von den 2,8ern, ganz zu schweigen, überhaupt nicht sagen kann. Das Objektiv ist auch eine sichere Bank im Telebereich. Und die Kamera, jetzt ohne Batteriegriff, nur mit Objektiv, ne, ist auch fast noch zierlich. Dafür, dass man da 300 mm mit Blende 4 dran hat, ist das also im Verhältnis zum Beispiel zum Tamron fast noch leichtgewichtig. Dazu habe ich mir noch den 1,7er Telekonverter gekauft. Da kommt man auf eine Endbrennweite von 510 mm bei Blende, ich glaube 6,3. Und das lässt sich also alles noch aus der Hand bedienen und halten. Da braucht man noch nicht zwingend ein Stativ für und ohne Konverter sowieso nicht. Der Bildstabilisator funktioniert bei mir also hervorragend. Und wie gesagt, die Abbildungsleistung bei dem 300 mm ist auch perfekt. Das ist weit über dem, was man von einem 70-300 mm Zoom erwarten kann. Und das in Kombination mit einem ähnlichen Gewicht und ähnlichen Abmessungen für mich der super Begleiter auf allen Reisen. Früher hatte ich oft das Problem, dass ich das Tele zu Hause gelassen habe. Seitdem ich dieses hier habe, ist es halt immer mit dabei. So, dann haben wir also schon meine zwei Lieblinge hier mal gesehen. Das ist, wie gesagt, das Tamron 1530, das Nikon 300 mm. Und in der Regel habe ich dann noch mein Sigma 105 mm Makro mit dabei. Aber in den meisten Fällen setze ich mir eine Obergrenze von drei Objektiven, die ich mitnehme und das ist angepasst an die Situation, in der ich unterwegs bin. In der Regel ist das Weitwinkel immer dabei, das Tele auch und dann gucke ich, ob ich noch eine lichtstarke Weitwinkel, kleines Tele mitnehme oder eben das Makro. Ne, zum Beispiel das Tamron 2470, das ist relativ selten mit in der Tasche oder in meinem Fotorucksack. Das ist zwar ein schönes Teil, aber auch, wie man sieht, relativ massig, relativ groß, relativ schwer. Möchte ich nicht immer mittragen. Und nur wenn ich ein bisschen Flexibilität im niedrigen Telebereich brauche und mit Filter fotografieren will, mit ND-Filtern, dann nehme ich das mit. So, aber in der Regel das Tele, das Superweitwinkel und das Makro. Und für alle Fälle oder für die Notfälle habe ich dann entweder noch das 50 oder 35 mm irgendwo im Rucksack tief vergraben. Und damit komme ich super über die Runden. Konverter kann ich noch einpacken, habe ich noch ein bisschen Brennweite in der Hinterhand. Für ein paar Gramm mehr zu tragen ist auch okay. Aber wie gesagt, zwei, drei Objektive Standard. Und mehr möchte man in der Regel dann auch gar nicht den ganzen Tag über auf dem Rücken oder an der Hüfte mit sich rumschleppen. Wenn man noch bedenkt, dass man eventuell noch ein Objektiv dabei hat,
dann hört der Spaß auch so langsam auf. Aber ich denke mal, das hat euch einen kleinen Überblick verschafft über die Dimension der einzelnen Optiken hier, die hier vor mir liegen. Und meine persönlichen Favoriten sind auf jeden Fall das Tamron 1530 und das Nikon F4 300 mm. Das ist also von der Abbildungsleistung auch super. Und die anderen nach Bedarf, in der Regel zwei Brennweiten, wie ich gerade erwähnt habe, und eine zusätzliche je nach Situation. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen eine Vorstellung verschaffen, was für Größen da auf euch zukommen können, wenn ihr auf das Vollformat eventuell umsteigt und Wert legt auf lichtstarke Festbrennweiten oder lichtstarke Telezooms oder Zoom-Objektive. Ich möchte euch keine Angst machen, aber das ist schon ein großer Umstieg von APS-C, denn die Kameragehäuse bleiben in der Regel relativ gleich, aber die Objektive, die machen also gewichts- und abmessungsmäßig einen ganz schönen Schritt nach vorne. Und das muss man sich wirklich gut überlegen, ob man sich das alles antun möchte und durch die Gegend tragen möchte. Okay, das war's für heute. Stefan, ciao.